Heute gibt es eine Rezension von mir zu einem Buch, das ich mit Daniel von Wheel of Books zusammengelesen habe. Grüße an dieser Stelle. Und es handelt sich um einen Thriller mit 351 Seiten. Vielleicht habt ihr von ihm schon gehört. Die Falle von Melanie Rabe. Ja, wie gesagt, ein Thriller. Und ich sage euch kurz, ohne zu spoilern, worum es geht. Es geht hier um Linda, die Bestseller-Autorin, die ist sehr, sehr erfolgreich und lebt in einem Haus etwas abgeschieden von München. Und sie hat dieses Haus seit 11 Jahren nicht mehr verlassen, denn vor 12 Jahren ist etwas Schreckliches passiert. Sie hat ihre Schwester gefunden, die brutal ermordet wurde, und sie hat dabei den Mörder gesehen. Ihr glaubt allerdings keiner, denn der Mörder wird nie gefasst. Genau, und 11, 12 Jahre später ist sie eben in ihrem Haus und sieht eines Tages den Mörder im Fernsehen und beschließt dann, ihm eine Falle zu stellen mit sich selbst als Köder. Ja, das war nicht gespoilert, das ist schon direkt am Anfang der Fall. Und hier geht es eben darum, und ich sage euch jetzt kurz, wie ich es gefunden habe. Wir fangen an mit dem Schreibstil. Der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand wirklich, dass der sehr künstlerisch war, ohne dass er so ausschnörkelnd war, sondern er war einfach für einen Thriller sehr, sehr passend, denn er hat einfach die Atmosphäre sehr dicht werden lassen. Ich weiß nicht genau, ob ihr damit was anfangen könnt, aber es gibt hier viele Stellen, an der man die Atmosphäre so schneiden konnte, quasi wie ein Messer. Man hat an jedem Satz gehangen und man hat wirklich das Buch sehr schnell gelesen. Ich habe das sehr schnell gelesen. Ich glaube, wir hatten das in 2 Tagen durch, weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht und weil es sehr, sehr spannend wird tatsächlich. Und das wird durch den Schreibstil erreicht, nicht nur, aber auch hauptsächlich durch den Schreibstil, der eben sehr packend ist und sehr gut geschrieben, besonders die Dialogszenen, also Szenenkapitel. Die Dialogkapitel sind sehr stark, weil man dort eben besonders an jedem Satz hängt, weil man immer denkt, okay, in welche Richtung geht der Dialog jetzt? Und der ist wirklich sehr, die sind sehr, sehr stark geschrieben, diese Kapitel. Das Ende fand ich auch sehr gut geschrieben, denn da ist auch eine sehr, ich kann natürlich nicht spoilern, aber da wurde eine sehr schöne Wortwahl benutzt, um das Ganze abzurunden. Und das Ende passt sehr gut zum Rest des Buches, finde ich. Also das Ende ist sehr, sehr gut gelungen. Damit kommt man natürlich direkt zum Plot. Der Plot hat mir sehr gut gefallen, denn es ist sehr spannend. Wie ich ja schon vorher sagte, gibt es dann diesen Punkt, von dem man einfach immer weiterlesen will, weil auf jeder Seite irgendwas passieren könnte, was man nicht vorhergesehen hat. Es könnten wieder irgendwelche Turns sein oder so. Und ja, besonders diese Dialogkapitel haben mir gut gefallen, weil sie eben besonders atmosphärisch waren und besonders stark geschrieben und auch besonders spannend. Und der Plot war eben sehr spannend und es gab viele Stellen, an denen ich dachte, ich weiß, worauf das hinausläuft, und dann war ich komplett falsch. Also es gab viele Stellen, wo die Autorin einen so ein bisschen an der Nase herumgeführt hat und dann dachte man am Ende wirklich, ach Mann, da hat sie mich jetzt aber echt bekommen. Also es war wirklich gut gemacht. Da gab es so ein, zwei Stellen, wo das besonders extrem war. Und natürlich auch am Ende, das war auch sehr, sehr stark. Also sehr spannend und ich hatte keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht. Das habe ich bei den guten Thrillern nie und das ist eben ein guter Thriller. Und ich fand es sehr spannend. Ich muss allerdings auch sagen, dass es von meiner Seite ein bisschen Punkteabzug gibt, denn es gibt drin in diesem Buch Stellen aus dem Buch der Protagonistin. Also die Protagonistin ist ja Bestseller-Autorin und wir können hier Stellen ihres Buches drin finden, die immer so zwischengeschoben sind, also so einzelne Kapitelchen und Ausschnitte aus dem Buch. Und die mochte ich nicht so, denn die fand ich nicht so packend. Sie waren zwar auch sehr gut geschrieben, aber ganz oft habe ich nicht ganz verstanden, warum wir diese Stelle jetzt dort drin haben. Denn sie haben doch den Lesefluss etwas verlangsamt, sie haben die Spannungskurve etwas abbrechen lassen, denn meistens war davor dann so ein Dialogkapitel, das sehr, sehr stark und spannend war. Und dann kam wieder ein Kapitel aus dem Bestseller der Autorin. Und das war dann wieder nicht so spannend in meinen Augen. Also ich fand diese Kapitel meistens weniger spannend, auch weniger atmosphärisch. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass davon weniger da gewesen wären oder sie ganz rausgelassen worden wären. Es gab aber zwei, drei Kapitelchen, die doch sehr aufschlussreich waren, weil man da ein paar Dinge erfahren hat, die man eben sonst nicht erfahren hat. Aber das waren sehr wenige. Und deswegen hätte ich mir einfach gewünscht, dass davon, dass das nur ein winziger Teil ist des Ganzen. Das war mir doch ein bisschen zu viel und es hat eben den Lesefluss gestört. Und das fand ich ein bisschen schade, weil die Spannungskurve ansonsten sehr gut gewesen wäre, wenn sie nicht zwischendurch unterbrochen worden wäre von den Kapiteln aus dem Buch der Protagonistin. Genau, so. Und ja, das ist also der Abzug, den ich beim Plot machen muss, leider. Aber die Charaktere haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also Linda ist wirklich ein Charakter, den ich sehr gut nachvollziehen konnte. Auch ihre Ängste,
ihre Sorgen, aber sie ist auch ein sehr starker Charakter und das mochte ich eben so, diesen Gegensatz zwischen der Welt, in der sie ist und der Welt, mit der sie trotz allem irgendwie noch zu tun hat. Sie hat ja mit der Außenwelt noch zu tun, sie veröffentlicht da Bücher, sie ist ja im Internet und solche Sachen. Und ich fand das sehr gut gemacht, dass ich durchgehend mit ihr mitfühlen konnte. Zwischendurch war ich etwas genervt, weil ich dachte, das Ganze geht in eine Richtung, die mir nicht gefallen hat. Es ging aber natürlich in eine ganz andere Richtung. Und so ging es mir bei den anderen Charakteren auch. Also es sind recht wenige Charaktere. Wir haben hier nur so einen kleinen Kreis an Charakteren, die aber sehr, sehr gut und sehr vielschichtig gemacht sind. Und das mochte ich so. Und diese Geschichte kommt mit sehr wenig Charakteren auch sehr gut aus. Also es hätten nicht mehr Charaktere sein müssen. Deswegen bin ich sehr zufrieden damit, wie das Ganze gemacht wurde. Und zur Atmosphäre kann ich auch nur sagen, wie gesagt, sehr spannend. An vielen Stellen, unterbrochen leider nur von den Kapiteln aus dem Buch der von Linda, also aus Lindas Blut. Schwestern heißt es, glaube ich, das Buch. Ansonsten aber sehr spannend, sehr unvorhersehbar. Man wird oft an der Nase herumgeführt und es ist dadurch eben sehr atmosphärisch, weil gerade diese Dialoge so gut gemacht sind. Also das finde ich sehr, sehr stark. Mir hat das Ende auch sehr gut gefallen und entsprechend ist es auf jeden Fall eine klare Empfehlung für alle, die Thriller mögen, für alle, die Spannung haben wollen, für alle, die kein Problem damit haben, an der Nase herumgeführt zu werden und nie genau zu wissen, was Sache ist. Man munkelt, man stellt Theorien auf, aber es kommt nie genau, wie man es sich gedacht hat. Und es ist eben ein sehr atmosphärischer Thriller. Und das finde ich sehr, sehr gut. Es ist aber kein übermäßig brutaler Thriller, sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht dazu gegriffen. Und ja, er ist also sehr raffiniert gemacht, wie ich finde. Und ja, damit war es das für diese Rezension auch schon. Ich weiß, es ist eine sehr kurze Rezension, aber zu ganz guten Büchern muss man gar nicht so viel sagen, außer dass es eine Empfehlung ist. Abzüge gibt es, wie gesagt, trotzdem. Deswegen sind es 4,8 Punkte von 5 möglichen. Das würden also 4,5 Sterne machen. Halben Stern würde ich so gesehen also abziehen für die Spannungsunterbrechung und die Leseflussunterbrechung zwischendurch. Aber ansonsten hat es mir doch sehr gut gefallen und ich hoffe, dass ihr auch dazu greift. Vielleicht habt ihr schon dazu gegriffen. Wenn ihr es schon gelesen habt, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!